Die Bitter City Events haben in den letzten Wochen tausende Sportverrückte zur Sightseeing-Tour der besonderen Art motiviert. Nach den Bewerben in Linz und Innsbruck waren zum Abschluss der Serie über 3500 Personen beim Grazathlon in der steirischen Landeshauptstadt am Start. Sehr aufregend, sehr feucht. Es ist immer wieder eine Gaudi. Ich bin jetzt noch bei jedem dabei gewesen im Endeffekt. Es ist einfach die geilste Laufveranstaltung, die ich kenne. Jedes Jahr Fixpunkt und wie jedes Jahr echt der Wahnsinn, ja. Das Motto Beat the City, Schlag die Stadt ist beim 8. Grazathlon wieder Programm. Die 10 Laufkilometer sind gespickt mit 26 originellen Hindernissen. Ich weiß so ein bisschen was kommt, aber ich weiß nicht jetzt Hindernis. Das ist mein erster Beat the City Bewerb, von dem her Nervosität ist schon da. Aber ja, notfalls muss mir halt einer drüber helfen irgendwo. Nutzt halt auch nichts. Ich werde das Ziel hoffentlich schon finden. Ja. Der Manuel hat mich gefragt, wie das da so ist. Und ich habe so getan, als ob ich das schon gemacht hätte. Und habe gesagt, Manuel, geh es nicht so schnell an. Er hat aber sofort gesagt, danke für den Tipp, das ist großartig. Wir waren sonst immer auf Trainingslager. Und jetzt habe ich einfach die Chance nutzen müssen, einmal da dabei zu sein, weil in der Heimatstadt durch die Stadt Graz so durchrennen und über die Obstacles so drüber springen, handeln, was auch immer, durchkraxeln, das taugt mir einfach. In jedem Fall lässt sich die Stadt aus völlig neuen Blickwinkeln erkunden. Es wird gekrochen, gerutscht, gekraxelt, viel gelaufen und das Schöne daran, niemand ist allein. Ja, zwischendurch waren immer helfende Hände mit dabei, gerade bei den ganz hohen Holzwänden, waren zum Glück ein paar, die geholfen haben. Aber sonst ist es wirklich gut gegangen, muss ich sagen. Ja. Wir haben 2015 angefangen mit dem Grazathlon als ersten Hindernislauf und mittlerweile haben wir, glaube ich, schon bei den 20 Hindernisläufen gemacht, die meisten zusammen. Sportlich finisht Maria Hochecker zum zweiten Mal in Graz als schnellste Frau. Die Steirerin holt sich nach 58 Minuten ihre Medaille ab. Das Schönste ist sicher der Zieleinlauf und entlang der Strecke die Stimmung und dass man weiß, man würde es einfach schaffen und der Zieleinlauf war sicher das Schönste. Bei den Herren geht der Sieg an Wiederholungstäter Markus Bretterklieber. Der Grazathlon-Gewinner von 2019 hat zuletzt auch in Linz dominiert und der Steirer erreicht bei seinem Heimbewerb das Ziel nach knapp 49 Minuten. Ich glaube, mir liegt es einfach die Hindernisse, das Spielerische irgendwo mit dem Laufen auch verbinden. Und ja, das Wichtigste ist, würde ich sagen, einfach schnell laufen. Auch Manuel Feller schafft es bei seiner Premiere ins Ziel. Zwischendrin hat mir einmal ein Konkurrent gefragt, ob es mir gut geht, weil ich in der Ecke beim Spalm war. Aber ich habe alles allein geschafft und bin stolz darüber. Und auch das ist Grazathlon. Am Ende findet jeder irgendwie den Weg ins Ziel.